Ja, wie eben schon kurz angedeutet, was uns noch fehlt, damit die ganzen Sachen richtig aussehen, ist Schatten. Das heißt, wir machen jetzt mal bei dem Code weiter, wo wir eben aufgehört haben, nach dem kleinen Schlenker zu den Euler-Winkeln. Wir waren an dieser Stelle stehen geblieben. Das sieht schon von der Beleuchtung her ganz gut aus. Wir hätten aber gerne noch Schatten. Und das Thema, was ich jetzt ja schon mehrfach angesprochen hatte, bei im Prinzip allen 3D-Programmen ist, man versucht relativ häufig unnötige Arbeit zu vermeiden. Zum Beispiel dadurch, dass man Materialien nur eine Seite gibt und so weiter. Und so ist es mit dem Schatten auch. Mit dem Schatten ist es so, dass man den Schatten nur dann berechnet, wenn der Programmierer darum bittet, dass der Schatten berechnet wird, weil auch die Schattenberechnung eine sehr teure Angelegenheit ist. Im Prinzip ist Schattenberechnung so ähnlich mathematisch wie Lichtberechnung. Wir werden auch sehen, dass es da eine ganze Reihe von Übereinstimmungen gibt. Es gibt nämlich auch sowas wie eine Shadow Camera. Und über die müssen wir uns gleich noch detailliert unterhalten. Ich habe mir aber gedacht, erstmal stellen wir überhaupt erstmal Schatten an und spielen da ein bisschen mit rum, bevor ich Ihnen sage, warum bestimmte Dinge vielleicht nicht so funktionieren, wie Sie sich das denken oder wie wir uns das denken. Also ich habe gesagt, man muss Schatten anstellen. Und dieses Schatten anstellen besteht aus mehreren einzelnen Schritten, die ich jetzt mal alle nacheinander mache. Und wir werden immer gucken, dass wir noch nicht so weit sind, dass es schon funktioniert. Als erstes müssen wir zu unserem Renderer gehen, ganz am Anfang, und müssen sagen, dass wir überhaupt grundsätzlich Schatten haben wollen. Dafür geben wir einen Renderer und der hat eine Eigenschaft, die heißt Shadow Map Enabled. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal ganz grundsätzlich sagen, der Renderer soll überhaupt sich um Schatten kümmern. Nur wenn wir dieses Ding auf True gestellt haben, passiert überhaupt was. Allerdings, wie schon angekündigt, wenn ich jetzt hier neu lade, passiert nichts. Wir haben erstmal nichts. Das heißt, wir brauchen noch was. Und zwar müssen wir von den Objekten, die einen Schatten werfen sollen, sagen, dass sie einen Schatten werfen sollen. Das heißt, jedes einzelne Objekt, was später einen Schatten werfen soll, muss gesagt bekommen, du sollst einen Schatten werfen. Schatten werfen heißt auf Englisch cast a shadow. Das heißt, dieser Würfel, den wir hier haben, der soll einen Schatten werfen. Darum müssen wir bei dem Würfel sagen, Cube cast shadow true. Gucken wir uns mal an, was hier passiert. Nix. Wir sehen immer noch nichts, weil nicht nur der Würfel einen Schatten werfen muss, sondern auch das Licht muss einen Schatten werfen. Also wir brauchen ja den Würfel, der den Schatten wirft, aber dazu gehört ja auch Licht, damit ich überhaupt einen Schatten habe. Das heißt, die Lichter, Sie können nachher in Ihren Programmen auch mehrere Lichter haben, die Schatten werfen sollen, bei denen müssen wir jeweils sagen, du wirfst einen Schatten. Also jetzt gehen wir zu unserem Spotlight zurück und sagen auch dem Spotlight, es soll einen Schatten werfen. Spotlight cast shadow. Und wir gucken uns an, was passiert, und es passiert nichts. Was fehlt jetzt noch? Was meinen Sie, was jetzt noch fehlen könnte? Ja? Genau. Wir müssen dann schließlich noch sagen, welche Objekte Schatten empfangen. Also es gibt Objekte, die Schatten werfen, es gibt Objekte, die Schatten empfangen. In realistischen Szenen können Sie später beides haben, ne? Ist logisch. Also wenn Sie mehrere Objekte hintereinander haben, dann kann es sein, dass ein Objekt teilweise abgeschattet wird von einem anderen, selbst aber wiederum die Objekte dahinter abschattet. Also es kann durchaus sein, dass ein Objekt beide Eigenschaften hat, Schatten werfen, Schatten empfangen. In diesem Fall würden wir aber gern unserer Fläche, Plane, sagen, dass sie Schatten empfangen soll. Das heißt, hier schreiben wir jetzt noch hin, Plane Receive Shadow. Und jetzt hätte eigentlich hier ein Schatten sein sollen, jetzt habe ich aber keinen. Was habe ich jetzt vergessen? Ich hole mir mal aus Emil den Code runter, den Sie jetzt auch kriegen sollen. Vielleicht habe ich mich irgendwo vertippt. Aha. Wenn Sie sich den Beispielcode runterladen, sehen Sie das auf jeden Fall. Die entscheidenden Punkte sind, wir müssen an mehreren Stellen Schatten anstellen. Erstmal grundsätzlich im Renderer, dann bei den Objekten, die Schatten werfen. Dazu gehört die Lampe selbst, das Licht selbst. Und bei den Objekten, die Schatten empfangen sollen, das ist in diesem Fall die Ebene. Und dazu haben Sie jetzt auch eine Stundenübung, bei der Sie zwei Dinge üben sollen. Einmal sollen Sie ein bisschen mit Bewegung rumüben. Das ist ja eine Technik, über die wir schon gesprochen haben. Sie haben ja schon Sachen bewegt.
Jetzt soll die Bewegung quasi automatisch sein, nur dass sie dafür einen Regler bewegen müssen. Und gleichzeitig sollen sie mal versuchen, mit den Lichtern und der Kamera zu spielen, um zu sehen, wenn sie zum Beispiel ein Licht bewegen, ob sich auch die Schatten bewegen. Steht alles in der Übung, gibt es auch ein Video zu. Ich habe in der Übung auch dazu geschrieben, nicht verzweifeln, wenn Sie zwischendurch mal gar keine Schatten sehen. Wenn Sie anfangen mit dem hier, dann haben Sie erstmal Code, wo Sie auf jeden Fall schon mal einen Schatten haben. Und wenn Sie hier so ein bisschen an den Parametern spielen, dann sollten Sie den Schatten auch behalten. Es kann Ihnen aber passieren, wenn Sie die Kamera, wenn Sie das Spotlight ganz woanders hin bewegen, dass Sie auf einmal gar keinen Schatten mehr haben, obwohl Sie denken, Sie müssten noch einen Schatten haben. Reden wir nach der Stundenübung drüber. Ich glaube, es ist besser, Sie probieren erstmal selbst ein bisschen rum.